Im Rahmen eines Pressegesprächs in Leoben stellten FPÖ-Landesparteiobmann Mario Kunasek und der obersteirische Spitzenkandidat Marco Triller ihre Themen für die kommende Landtagswahl vor. Das Stoppen von illegaler Migration, die Stärkung des Bundesheeres und das Sichern von Arbeitsplätzen, vor allem im ländlichen Raum. Mit diesen Punkten wollen die Freiheitlichen die Wähler ansprechen. Weil die FPÖ jene Partei ist, die sich ja hier für den Wirtschaftsstandort ganz besonders einsetzt. Die FPÖ auch jene Partei ist, die weiß, dass ohne Arbeitsplätze und ohne entsprechende Wirtschaftsleistung eben auch vieles an Wohlstand verloren geht. Und die Obersteiermark insgesamt für die Steiermark ein ganz, ganz wichtiger Raum ist, wo sich auch die Wähler darauf verlassen können, dass die Freiheitliche Partei weiß, was gut für die Region ist. Man will den öffentlichen Verkehr ausbauen und die Lehre attraktivieren. Speziell in der Obersteiermark soll die gute Spitalsinfrastruktur erhalten bleiben. Marco Triller fordert außerdem einen Fachhochschulstandort in Leoben. Die FPÖ will nach den zuletzt schwachen Wahlergebnissen eine große Wählerrückholaktion starten. Ja, ich hoffe, dass wir zur alter Stärke zurückkommen. Das heißt, dass wir das erreichen können, was wir schon bei Wahlen bewiesen haben, nämlich dass wir gerade bei der Arbeiterschaft und bei den Leistungsträgern gute Ergebnisse haben. Und wir wissen auch, wenn wir jetzt in der Steiermark um die 20% erreichen wollen, dann braucht man die Obersteiermark, und ich erhoffe mir hier auch im Wahlkreis ein besseres Ergebnis als auf Landesebene. Im Rahmen eines Pressegesprächs in Leoben stellten FPÖ-Landesparteiobmann Mario Kunasek und der obersteirische Spitzenkandidat Marco Triller ihre Themen für die kommende Landtagswahl vor. Das Stoppen von illegaler Migration, die Stärkung des Bundesheeres und das Sichern von Arbeitsplätzen, vor allem im ländlichen Raum. Mit diesen Punkten wollen die Freiheitlichen die Wähler ansprechen. Weil die FPÖ jene Partei ist, die sich ja hier für den Wirtschaftsstandort ganz besonders einsetzt. Die FPÖ auch jene Partei ist, die weiß, dass ohne Arbeitsplätze und ohne entsprechende Wirtschaftsleistung eben auch vieles an Wohlstand verloren geht. Und die Obersteiermark insgesamt für die Steiermark ein ganz, ganz wichtiger Raum ist, wo sich auch die Wähler darauf verlassen können, dass die Freiheitliche Partei weiß, was gut für die Region ist. Man will den öffentlichen Verkehr ausbauen und die Lehre attraktivieren. Speziell in der Obersteiermark soll die gute Spitalsinfrastruktur erhalten bleiben. Marco Triller fordert außerdem einen Fachhochschulstandort in Leoben. Die FPÖ will nach den zuletzt schwachen Wahlergebnissen eine große Wählerrückholaktion starten. Ja, ich hoffe, dass wir zur alter Stärke zurückkommen. Das heißt, dass wir das erreichen können, was wir schon bei Wahlen bewiesen haben, nämlich dass wir gerade bei der Arbeiterschaft und bei den Leistungsträgern gute Ergebnisse haben. Und wir wissen auch, wenn wir jetzt in der Steiermark um die 20% erreichen wollen, dann braucht man die Obersteiermark, und ich erhoffe mir hier auch im Wahlkreis ein besseres Ergebnis als auf Landesebene.